Okay, da muss man halt. Wir kommen heute zu den Top 4 Bestautos unter 400.000. Unter 500.000 sind 4 Autos. Wir kommen erstmal zu den ersten. Hier, da kostet es 35.000. Können wir auch ein bisschen damit rumfahren. Hinten kann man auch tunen, dass man von hinten nicht abgeschossen sein werden. Der deutsche Sprache schwer, ich hoffe. Dass man von hinten nicht abgeschossen werden kann. Von der Seite vorne schon. Und ich finde diesen Auto mega heftig. Den habe ich halt in einer kleinen Route gemacht. Den kann man auch hier mega gut driften. Falls ihr Autos mögt, die gut driften können, kann ich euch hier nur empfehlen. Hier, dann fahre ich das zu meiner Garage wieder. Und komme zu dem nächsten Auto. Da kostet der nächste Auto irgendwas so 185.000 oder so, ich weiß nicht. Können wir auch einmal dazu gleich gucken. Sieht man direkt gleich. Hier auch mal Legendary Motorsports. Ja, 185.000 seht ihr. Da kann man auch ein Cabrio machen. Werde ich euch gleich zeigen. Hier, den habe ich hier meine Crew-Farbe gemacht. Den finde ich mega heftig. Ja. Hier. Der ist auch schon schnell. Das ist so ein Luxuswagen. Darum habe ich auch die Luxusreifen benutzt. Hier, das ist nicht so schnell, aber ich glaube, mit ein paar Autos kann das schon eigentlich mithalten. Wenn so auf Luxusauto steht, dass wir die paar Leute, die auf Luxus stehen, würde ich auch auf jeden Fall gerne direkt zuschlagen. Ich kann auch Cabrio machen, wie ihr seht. Mega nice. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu dem nächsten Auto. Wir kommen jetzt zu dem gepanzerten Chef da, V12. Ein bisschen teuer, aber ja, lohnt sich auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall der gepanzerte Chef da. Kostet irgendwie 300.000 irgendwas, ich guck mal einmal. Hier, Moment. Hier, 325.000, hier sieht er ihn nochmal gepanzert. Sieht eigentlich mega fresh aus. Der hält, ich glaube, 16 Schüsse von den Glasscheiben aus. Und eine Haftbombe. Bei der zweiten explodiert er. Hier schießt er auch gleich nochmal, wenn wir wieder bei der Garage sind. Um Beweis, dass ihr seht, dass es auf den, so sag ich mal jetzt, schusssichere Reifen wieder Glasscheiben sind und das ist nicht irgendwie ein Scheißlaber. Hier, Moment, steigen wir hier einmal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 habe ich gesagt. Hier und noch mal einen Raketentest. Ich glaube, ich habe jetzt nicht die Panzerung gemacht, also ich weiß nicht, ob der jetzt das hat. Der hier sieht, ihr habt es gesehen. Und ja, ich finde das mega heftig. Hat einen mega, mega heftigen Sound. Und für die Leute wie ich, die auf Mercedes stehen und so gepanzerte Autos zuschlagen. Ich feiere ihn mega. Ich glaube, jetzt können wir zu den letzten Auto. Das ist, glaube ich, der schnellste von diesen Dings, von diesen Parts. Aber auch dafür ein bisschen Geld rein bezahlen, ne? Aber natürlich auch 500.000. Der nennt sich Jester. Ich zeige euch das einmal kurz. Mal sehen, wo der eigentlich ist.
glaube, Digga, die haben so viele Leute vergessen, ne? So viele Leute. Gucken wir hier mal nach. Ach hier. Nein, der ist sogar günstiger. Hier 240.000. Mega heftig. Einfach nur mega. Aber hier kann man auch in einer Rennvision den kaufen hier. Weil für die Leute. Weil wenn er in einer Rennvision ändert sich nichts, außer dass er ein bisschen besseres Handling hat und ganz, ganz minimal schneller ist. Aber wenn ihr wirklich 100.000 mehr dazu aufschlagen wollt, dann haut rein dazu. Ja, deutsche Sprache, schwedische Sprache. Wo ist der? Hier müsste er gleich sein. Hier, 350.000. Hier, der ist nur ein bisschen besser. Aber auch nicht. Aber ich, trotzdem, ich will euch diesen Dings, weil der ja wirklich 100.000, nur dass er ein bisschen schneller, ein bisschen besseres Handling hat. Ein bisschen bescheuert, weil man kann den auch so auftun. Und auch genau gleich auftun. Und der hat auch viele, sehr viele Möglichkeiten zum Auftun. Und das glaube ich nicht der beste von den ganzen Sportwagen, sondern einer der besten. Der haltet mit sehr, sehr, sehr vielen Sportwagen mit. Und ja, ich würde euch einfach nur empfehlen, schlag drauf für die Leute, die so mehr Rente oder Stunt rennen. Ich bin keine Ahnung, was man bis dann kann und so alles möglich mehr macht. Schlag gerne zu. Mega heftig Auto und hinten kann man ja auch natürlich besser hinten kann man tunen, dass man die Wind nicht durchschießen kann. Und ja, ich würde sagen, damit an der Stelle beende ich dieses Video. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, ein Abo und ciao.